Kuckuck! Tja, fahren wir jetzt auf die Medium-Seite und versuchen da was zu gewinnen, weil hier unten gewinnt man ja irgendwie nie was, ne? Also so richtig Gewinn macht man hier nicht, aber die Medium-Seite ist auch irgendwie Shit für uns. Sind wir ja ewig nicht. Ich würde ganz gerne die Medium-Seite mitfahren. Oder? Hey, wir müssen eigentlich hier unten rein. Wir sind Halter und Monster und wir können hier unten Halter und stehen. Das können wir auf der anderen Seite nicht. Es wäre dumm, nicht dahin zu fahren. Und wir haben auch die Genauigkeit, um den Defender oder sowas in die Luke zu schießen. Haben jetzt halt 10 Sekunden verloren. Dass sich ein Convoy hinter uns stellt, irritiert mich, weil der wird auf jeden Fall mit jedem Schuss gespottet werden. Und der ist weich wie Buddha und kriegt dann voll ins Gesicht. Okay, so weit unten, wie er sich hinstellt, kann er auf gar nichts schießen. Fuck. Das ist ja wild. Ein Komet. Lol, diese arme Sau. Den bulli mir ja komplett aus dem Leben mit 2 Schüssen. Das ist ja... Diese arme Sau da. Einfach aus der Fahrt für 400 im Dude gedrückt, ey. Ah, diese Konzept-Scheiße. Hat der überhaupt einen Weakspot? Ich glaube, theoretisch hat er einen Weakspot, aber ich glaube, ich habe mir die Kanone kaputt geschossen gerade. Ey, Komet, was machst du da? Ja, schade. Ich dachte, ich könnte da für einen Shot gehen. Ich treffe diese eine... Oh, hallo. Die T95 ist natürlich ekelhaft. Hallo? Ich weiß schon, warum ich hier hingefahren bin. Hey? Observation Device Destroyed? Ich krieg den T95, glaube ich, nicht rein. Irgendwie, dass ich seine Luke anschießen kann. Ich müsste mich overexposen dafür. Der war fies. Dass der noch reinging, der war mies. Jetzt würde ich gerne drum rumfahren, tatsächlich. Aber ich will nicht ein T95 und Dingens haben. Ja, die fahren jetzt alle da rein. Wir machen Damage. Kann man da jemanden ran, der wichtiger wäre, den rauszunehmen? Ne, ich glaube, wir nehmen einfach den T95. Beim Dingens-Dude kommen wir nicht so richtig ran. Oh, jetzt dreht er ihn, das ist natürlich gut. Ja, leider ein bisschen spät und der Konzept konnte noch mitarbeiten. Ja, ich wollte versuchen, auf den Track zu gehen, aber habe mich nicht so richtig getraut. Wollte lieber den Damage haben. Der ist halt schon ziemlich hart. Der 777. Die ISDXB steht aber lecker. Lecker Schmecker. So hoch, wie der gefahren ist. Nee, nicht abhauen. Oh. Oh. AMBT, was machst du da? Er bringt schon wieder fast 4000 Damage. Ich war ein bisschen verhalten. Hätte wahrscheinlich mit rein nieten sollen. Dankeschön für den Follow, Grizzly. Hätte wahrscheinlich mit rein nieten sollen.
nehmen wir doch mal diesen einen Weak Spot, den wir da haben. Über den Concept könnte man einen One-Shot rausnehmen. Dann haben wir noch einen IS. Ich glaube, wir wollen da mal rüberfahren. Wir dürfen nur nicht zu weit unten kommen. Damit wir nicht absaufen. Kannst du nicht reindrücken. Nicht schnell genug zumindest. Sehr schön. Danke, Lori. Das war wichtig. Wait a second. Was ist denn da passiert? What happened? Okay, AMBT hast du. Sehr schön. Gut, dann müssen wir jetzt wohl mal hier auf der Seite durchdrücken. I guess wir sind der einzige 9er Heavy hier noch. AMBT hat nochmal Arti gefressen. Blöd gelaufen. Aber wir haben hier ordentlich aufgeräumt. Rumpelstils. Auch danke dir für den Follow. Tok, 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 tok. Starke Leistung. Dankeschön, Dankeschön. Achso. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Ich bin übrigens gegen Premium-Ammo. Ich mache sämtliche Sachen ohne Premium. Ich habe auf meinen Panzer nicht mal Premium geladen. Also wenn ihr mal euer meinen Mehrpass anschaut, ich habe vielleicht 20 Premium-Munitionskugeln geschossen in meinem ganzen Leben. Also ich finde es halt balancing-technisch. Also der ganze Grund ist, ich finde es balancing-technisch doof, weil es halt Panzer gibt, da opferst du sau viel, dafür, dass du eine geile Panzerung hast. Und dann hast du einfach Leute, die Premium laden und dann ist die Panzerung wieder wurscht. Ich fahre jetzt hier rein, weil ich habe noch genug HP und versuche hier nach hinten durchzukommen. Sehr schön, haben wir den auch raus. Ja, M4. Oh, der hat aber Glück gehabt. Ich kann die Leute hier ganz schön bullien, muss ich mal so sagen. Bei der ganzen Aktion. Es fehlt noch eine M12, ansonsten wissen wir, wo alles das Scorpions genau ist, nämlich auch nicht hier. Das heißt, ich kann hier hinten einfach komplett durchziehen. Okay, wenn ich treffen würde, könnte ich dann auch einfach penetraten. Okay, ich treffe ihn aber nicht. Dann muss ich weiter drauf fahren, um die RT zu machen. Der hat noch die komplett kleine Gun. Der hat noch die 6er Kanone drauf, glaube ich. Nice. Und der geht jetzt rein. Ah, SAPTK ist natürlich ekelhaft. Der durfte dann nochmal ein bisschen reinlunzen. So. Kommen Sie doch ran, meine Freunde. Kommen Sie doch ran. Nee, mach doch. Mach doch, AMBT. Der steht doch safe da oben drin. Ja gut, dann wäre ich einfach... Ja, fahre ich jetzt einfach zurück und gehe cappen. Ist schon ein valider Punkt. Aber ich dachte einfach, er geht cappen und ich halte die Leute auf. Ich muss mich dann nur so weit genug vorne platzieren, dass er auch die nicht gespottet wird, bevor ich die Gegner sehe. Habe ich ihn wirklich blind getroffen? Das wäre witzig. Okay, der ist weg. Wo ist der Skorpion? Skorpion. Oh, ich habe schon... Lol, ich habe schon einen Krieger. Nice. Geilo. Stimmt. Ich hatte 4 Kills, bevor ich den Dingensbums gemacht habe. Kuckuck. Mal ganz casual 6k Damage gemacht und 7 Kills. Ist das ein Conqueror-Panzer? Das wäre ziemlich witzig.
Ich glaube, der einzige Panzer, auf dem noch Premium geladen ist, ist mein 121. Das war ein Panzerass. Nice. Nice, nice.